Angelegt? Na, ich glaube schon, weil jetzt bewegen wir uns langsamer. Aber ich glaube, ich lasse trotzdem mal an, weil finde ich besser. So, gab's jetzt das noch was? Wow. Alter, müssen die mich so erschrecken? Okay, das Schloss ist kaputt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Sie redet von dem Schloss. Also ich sehe da zwei Bretter oder was auch sonst, was auch immer. Und nicht. Ja, was hat denn hier gerade so einen Krach gemacht? Irgendwas ist hier gerade eingestürzt. Das hier, glaube ich. Ach, war nur ein Soundeffekt. Gut, also wieder zu den Klausern und schnell wieder dahin zurück, wo dieser komische Raum war. Mit der Leiter. Oh oh. Oh shit. Ja, jetzt sind wir wirklich langsamer. Aber immer noch schnell genug. Oh shit. Ich kann gar nichts sehen so, ey. Voll scheiße. Achso, ja, hier war die Taschenlampe. Wo war denn der Raum mit der Leiter? Jetzt doof. Okay. Ich glaube, der Raum war das. Ja. Ich habe mich schon gewundert, wo jetzt der Raum mit der Leiter abgeblieben ist. So, okay, ja, okay, alles klar. So, mal schauen, ob es geht. Alles klar. Okay. Ich wollte eigentlich da hochgehen, aber gut. Na los. Boah, wieso will die denn da nicht hochlatschen? Doof. So. Warum ist das hier? Dieses ist kein Krankenhaus. Nö. Weißt du, warum das hier ist? Wegen dir. Ja, aber ich will noch nicht verraten, was ich damit meine. Alles klar. Hier ist, glaube ich, alles dicht. Ah. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Kommen wir da runter? Nee. Da geht's ins Nichts. Hier ist ein Fernseher. Das waren wir selbst. Vor vielen, vielen Jahren. Ah, hört euch was auf. Guckt euch mal, ja, genau dieses Schaufenster an. Mit Stacheldrähten versehen. Stacheldrähte spielen in Silent Hill irgendwie eine große Rolle, habe ich den Eindruck. Okay, da geht's auch ins Nichts. Was ist das? Warum sagt sie eigentlich bei jeder Leiche dasselbe? Warum? Oh Mann. Ob in so einem Krankenhaus überall Leichen auf dem Flur rumstehen, also ganz im Ernst. Was haben wir denn hier? Eine Walnuss. Was hat die gesagt? Hier war früher die Walnuss. Ja, vor einer Sekunde. Ganz toll. So, mal gucken, wo wir rauskommen, wenn wir hier reingehen. Oh mein Gott, ich hasse diesen Gang. Oh, oh, schrecklich. A, weil hier Klauser drin sind. B, weil da. Wow! Oh Mann, die machen so Angst. B, weil es hier übelst eng drin ist. Und B und C, weil ich nicht weiß, wo ich langlaufen muss. Ist sie offen? Nein. Nee. Scheiße. Sie müssen die Klauser noch langsamer als ich mit Schutzweste. Auch abgeschlossen. Schloss kaputt. Schloss kaputt. Schloss kaputt. Ist doch nicht den Ernst, oder?
Okay, da ist alles dicht. Ja, gut. Also kann ich hier schon mal nichts mehr machen. Ah, da unten war noch ein einziger Raum, den ich noch nicht gesehen habe. Oh, fuck. Jetzt renne ich wieder gegen die Kamera. Ja. So ist schon besser. Also. Hier ist nämlich ein Fahrstuhl. Okay, geht nicht. Hier, der Raum. Hm, auch dicht. Alles klar. Also, müssen wir hier später hin. Die Walnuss haben wir. Und die Walnuss müssen wir auch komischerweise knacken. Nur wo wir die knacken können, wüsste ich jetzt nicht. Wahrscheinlich im dritten Stock. Obwohl, nee. Ach, kann ja mal gucken. Hier sind auf jeden Fall Köter, das weiß ich. Ah, mal rein. Ah, habt ihr es schon gesehen? Na, lecker. Was ist das? Gegrillter Hund? Ja. Wer zum Teufel würde sowas machen? Außerdem, wer zum Teufel würde sowas essen? Hm, wer weiß. Schon mal an Japaner gedacht? Die essen Hunde. Oder Chinesen oder was auch immer. Da ist etwas im Bauch des Hundes. Ich habe gekochten Schlüssel. Ich würde niemals... Ach, egal. Ich glaube, ich brauche mich gar nicht zu erklären. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gab es denn hier noch was Tolles? Ja, gab es. Wunderbar. Auch hier in diesem Spiel findet man wieder viel zu viel Heilung. Obwohl, bei Silent Hill 2 haben wir es am Ende ja noch gebraucht, als wir gegen den letzten Endgegner gekämpft haben. Da habe ich ja fast alles verballert an Heilung. Naja, wahrscheinlich, weil ich mich dem nicht angestellt habe beim Kämpfen. Oh, shit. Ah, die hauen den Zeitlimit zu, das ist schön. So, hier können wir noch nicht durch. Die ist abgeschlossen, dafür brauchen wir einen Spezialschlüssel. Was? Oh, ein Hund. Warum ist hier eigentlich alles zu? Na gut. Was gibt's hier? Gibt's hier nicht irgendwas? Boah, Mist, ey. Ich hatte im Gedächtnis, dass hier was ganz Wichtiges liegt. Aber tut es anscheinend nur, wenn man auf schwer spielt. Hm. Naja, ich kann euch später erklären, was ich damit meine. Okay, alles zu. Oh, oh. Hallo Hund. Das bedeutet, hier können wir meines Wissens nach nichts mehr machen. Okay. Ich muss gerade überlegen. Ja. Müssen wir wohl wieder in den ersten Stock. Wir müssen nämlich im Prinzip so eine Art Nussknacker finden, damit wir in die Tür oben reinkommen. Diese, wo dieser Mond drauf war. Und ich habe keine Ahnung, in welchem Raum das war. Weil das Kaufhaus extrem groß ist. Aber egal, werden wir schon finden. Ah, wartet mal. Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben doch den gekochten Schlüssel gefunden. Und wir hatten doch auch schon ein paar verschlossene Türen, oder? Und die waren im dritten Stock. Ich glaube, ich muss doch im dritten Stock bleiben. Aber ich bin gerade voll verwirrt. War im dritten Stock dieser Kunde?